Hohe Zäune, scharfe Kontrollen, ein Weg, um illegale Zuwanderung in der EU zu begrenzen. Viele Mitgliedsländer, die direkt an Fluchtrouten liegen, gehen mittlerweile eigene Wege, um Migration zu kontrollieren oder abzuwehren. Seit Jahren ringt die EU um einen gemeinsamen Kurs in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Auch heute beraten die EU-Innenminister in Brüssel über das Thema. Ja, und wir sprechen mit Tobias Reckmann in Brüssel. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die da heute auf der Tagesordnung stehen? Naja, eigentlich wollten die europäischen Innenminister heute weiter darüber diskutieren, wie man die Migration nach Europa weiter begrenzen kann. Jetzt gab es aber vor einigen Wochen ja nochmal ein schweres Bootsunglück Ende Februar vor der italienischen Küste, wo mindestens 70 Migranten ums Leben gekommen sind. Da hat ganz Europa drauf geschaut auf diesen Vorfall. Und dieser Vorfall hatte heute auch nochmal, das hat man gespürt, noch einen gewissen Nachhall, auch bei den Innenministern. Also die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat sich hingestellt und hat sehr klar gesagt, dass es eben auch darum gehen müsse, Lösungen zu finden, wie sich solche Unglücke in Zukunft möglichst verhindern lassen können. Und aus Sicht der deutschen Bundesregierung wären das eben Abkommen mit Staaten wie Marokko, Tunesien oder Algerien, also wo viele Geflüchtete herkommen, und dort eben auch Wege zur legalen Migration zu schaffen, wie sie das formuliert. Denn nach ihrer Argumentation wäre es dann eben so, wenn es mehr legale Wege zur Migration gäbe, würden weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken. Da ist man sich aber bei weitem nicht einig innerhalb der EU. Italien zum Beispiel ist dafür, den Einsatz dieser privaten Rettungsschiffe im Mittelmeer deutlich zu beschränken, um eben Migranten von dieser Mittelmeerroute abzuschrecken. Also ich glaube, dieses Beispiel zeigt schon sehr gut, wie weit die Meinungen da in Europa auseinanderliegen. Die Zahl der Flüchtlinge ist ja zuletzt deutlich nach oben gegangen. Viele Länder haben jetzt zunehmend Probleme mit der Unterbringung. Gibt es denn Einigkeit, wie Europa damit umgehen will? Also auch wenn man jetzt mal von dem aktuellen Fall absieht, dann ist schon klar, dass man sich nach wie vor beim Thema Migration sehr uneinig ist in Europa. Und das hat im Grunde den einen Grund, dass es eben einen ganz grundlegenden Konflikt innerhalb Europas beim Thema Migration gibt. Und zwar einen Konflikt zwischen den zentral- und nordeuropäischen Ländern, also wie Deutschland, Belgien, Niederlande und auch Schweden auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die südeuropäischen Länder wie Italien und Griechenland, die zentraleuropäischen Länder beharren eben darauf, dass erstmal die bestehenden Migrationsregeln in Europa angewendet werden müssen. Und die sehen eben vor, dass Geflüchtete immer in den Ländern aufgenommen und registriert werden müssen, in denen sie ankommen. Das sind eben in aller Regel die südeuropäischen Länder, die damit natürlich völlig überfordert sind und ihrerseits eben einen besseren Verteilmechanismus in Europa fordern. Aber über den wollen eben viele andere Länder erst sprechen, wenn eben diese bestehenden Regeln des Dublin-Abkommens zum Beispiel eingehalten werden. Also nach allem, was man so bislang sagen kann, ist mein Eindruck, dass da eine grundsätzliche Lösung noch in sehr weiter Ferne liegt. Ja, soweit die Streitpunkte. Wo gibt es denn Einigkeit? Also auf zwei Punkte hat man sich dann in jüngster Zeit dann doch immerhin einigen können, und zwar beim großen EU-Gipfel, der jetzt Mitte Februar hier in Brüssel war. Da hat man sich zum einen darauf geeinigt, dass man zwei Pilotprojekte einrichten möchte, und zwar an den europäischen Außengrenzen in Bulgarien und in Rumänien. Stichwort Grenzschutz oder Grenzmanagement. Da sollen eben jetzt mit EU-Geldern Infrastruktureinrichtungen an den Grenzen finanziert werden. Also zum Beispiel Wachtürme, Kameras, Autos, die dort kontrollieren, im Grunde alles außer Zäunen. Das war ja ein großer Streitpunkt. Und Zäune wird es mit EU-Geldern nach wie vor nicht geben, aber im Grunde alles drumherum. Darauf hat man sich verständigt, und dann noch auf einen zweiten wichtigen Aspekt, nämlich, dass man Abschiebungen deutlich konsequenter durchführen möchte von Menschen, deren Asylanträge eben in Europa abgelehnt wurden. Auch darauf hat man sich verständigt. Und insofern werden das nochmal Punkte sein, über die man eben heute auch nochmal weiterhin sprechen wird. Bei den Abschiebungen ist es so, dass ein Grund vor allen Dingen darin besteht, dass viele der Herkunftsländer wie Tunesien, Marokko und Algerien ihre Staatsbürger gar nicht zurücknehmen möchten. Und da hat man sich eben jetzt beim EU-Gipfel darauf geeinigt, dass man ja den Instrumentenkasten gewissermaßen ein bisschen erweitert und auch härtere Gangarten gegenüber diesen Staaten
anwenden kann. Zum Beispiel, dass man Visabeschränkungen auferlegt, dass man eben solchen Ländern androht, dass, wenn sie eben nicht kooperieren und ihre Staatsbürger zurücknehmen, ihre Staatsbürger es wiederum schwerer haben werden, Visa für die Europäische Union zu bekommen. Man hat sich darauf verständigt, auch gegebenenfalls Handelsbeschränkungen zu erlassen oder auch die Auszahlung von Entwicklungshilfegeldern. Also kurzum, schon eine härtere Gangart, die da in Zukunft möglich sein soll. Der deutsche Ansatz war da eigentlich ein etwas anderer. Nancy Faeser hatte sich dafür ausgesprochen, eher Abkommen, Migrationsabkommen mit diesen Herkunftsstaaten zu schließen auf europäischer Ebene oder notfalls auch auf bilateraler Ebene. Aber damit konnte man sich eben erstmal nicht durchsetzen. Und das waren Informationen von Tobias Reckmann in Brüssel. Vielen Dank.